Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil der Video-Tutorial-Serie Arduino-Block, Arduino grafisch programmieren. Immer wieder die Frage, warum überhaupt Arduino grafisch programmieren? Das ist doch so einfach. Das mag richtig sein, dass es einfach ist, für jemand, der sich damit auskennt, wie auch immer. Ich tue mir schwer damit, auch wenn in dem Blink-Sketch es jetzt relativ einfach ist, hier einen anderen Pin zu wählen. Oder zu sagen, blink doch bitte nur, oder mach die Delay-Zeit 800 nur. Ich tue mir schwer, weil sobald ich Variable habe oder Konstanten oder logische oder mathematische Operatoren. Deswegen verwende ich total gerne Arduino-Block, einfach weil ich sehe, was ich da mache. Ich muss mir diese ganzen Befehle nicht merken, ich kann mich nicht verschreiben. Ich sehe es auf einen Blick, wo welcher Pin sitzt, was der tatsächlich macht, wie die Delay-Zeit ist. Wenn ich eine Variable oder Konstante habe, kann ich der einen Namen geben, zum Beispiel Zeit, kann sagen, welchen Wert die hat. Oder ich kann auch sagen, dass diese Variable ein analoger Eingang ist. Ich kann zum Beispiel sagen, dass diese Variable eine Potenz bekommt und so weiter. Das alles zu schreiben und auswendig zu wissen, ohne es durchzugoogeln, ist für mich persönlich sehr schwer. Und für die meisten meiner Projekte reicht mir Arduino-Block völlig aus, weil ich nur recht einfache Projekte habe, recht simple Projekte. Aber es reicht völlig aus, um zum Beispiel eine LED-Anzeige zum Leuchten zu bringen, ein Thermometer zu bauen und so weiter. Ihr seht auf meiner Seite einige Projekte, die ich damit gemacht habe, zum Beispiel ein RGB-Farbwechsel über drei Potties, eine Kerzenlichtsimulation, eine Fußgängerampel, ein Buzzer für mehrere Personen, ein Roulette habe ich gemacht, einen analogen Würfel, ein Fahrradrücklicht, Fahrtanzeige habe ich gemacht, einen Holzbonbonspender und Motoren angetrieben, einen Taster. All diese Dinge habe ich wirklich nur mit Arduino-Block gemacht. Ihr seht, man kommt extrem weit. Und deswegen verwende ich Arduino-Block einfach, weil ich glaube, zu faul, zu alt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich dadurch ein Arduino und Arduinos verwenden, ohne großartig mir diese Arduino-IDE hier irgendwie aneignen zu müssen, ohne diese ganzen Befehle zu kennen. Müsst ihr selber entscheiden. Ich finde es eine tolle Sache für jemand wie mich, der es tatsächlich nicht gelernt hat, der Elektroniker ist und es einfach ab und zu mal benötigt. Im zweiten Teil zeige ich euch, wie man das Programm installiert und in weiteren Teilen zeige ich euch dann noch, was man damit alles machen kann. Viel Spaß damit und würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr es auch liked.